Großes Traditionsduell in neuem Gewand. In der aufstrebenden Sportart Futsal standen sich im Testspiel der TSV 1860 München und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Bereits bei der Begrüßung war zu sehen, viele rote Düsseldorfer begrüßen nur 6 mitgereiste Münchner Feldspieler. Und diese zahlenmäßige Überlegenheit konnten die Hausherren recht schnell ausnutzen. Nach Zuspielfehler von Yilmaz traf Düsseldorfs Yassis El Abdouli bereits nach 3 Minuten sehenswert zur 1:0 Führung. Bereits 3 Minuten später lässt nach wichtigem Ballgewinn Düsseldorfs Nummer 21 den Löwenschlussmann aussteigen und trifft zum 2:0. Wieder nur eine Minute später erhöht dann Christian Kohlenbrander mit einem satten Schuss zum 3:0. Nach 10 gespielten Minuten dann die erste Möglichkeit für 1860 München. Ein schöner Schuss aus der Distanz vom Kapitän, aber knapp neben das Tor. In der 15. Minute gibt es dann Freistoß für Fortuna. Ein Fall für die Nummer 6 Tim Sprenger, direkt verwandelt mit Hilfe des Torhüters. Und so verabschiedet sich Düsseldorf mit einer 4:0 Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit legt Düsseldorf dann wieder gut vor. Schon in der 3. Minute trifft Düsseldorfs Nummer 17 Christian Kohlenbrander mit seinem 2. Treffer des Spieltages zum 5:0. Und auch der 6. Treffer lässt nicht lange auf sich warten. Tim Sprenger besorgt mit voller Wucht nach einem Freistoß den 6. Treffer des Tages. Nach gut 12 unaufregenden Minuten startet München bei noch 3,5 Minuten zu spielen in die Schlussoffensive. Emre Yilmaz nutzt die Chance, trifft ins leere Tor und markiert den 6:1 Anschlusstreffer. Angetrieben durch diesen Treffer macht München weiter Druck. Nach diesem Foul an Kapitän Cesim Türkalesi trifft Dario Dofinito mit einem sehr platzierten Strafstoß zum 2:6. Und bei diesem Strafstoß blieb es nicht. Nein, auch 1860-Kapitän Cesim Türkalesi darf 1 Minute vor Spielende nochmal vom Punkt antreten. Netzt ein und trifft zum 3:6 Endstand. Ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften zufrieden sein konnten. Und so gab es nach dem obligatorischen Handshake auch noch ein traditionsreiches Gruppenfoto.